Hi und schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei GDK, Generation der Kausalitäten. Lass uns direkt ins Thema reinspringen. Was ist normal? Und kann es sein, dass Menschen, die evolutionären Kausalketten, die es zu Standard gebracht haben, mit das Normale, dem Natürlichen verwechseln? Wenn wir Sachen als normal ansehen, die es aber auf dem natürlichen Weg nicht normal sind, werden wir uns in einem konstanten Konflikt befinden. In einem Konflikt mit uns selbst, in einem Konflikt mit der Welt, in einem Konflikt mit unseren Wahrnehmungen. Und man muss auch verstehen, dass man kann zum Beispiel, nehmen wir mal die Jugendlichen, ein 14-Jähriger, er ist in eine Welt geboren, in der es bereits Smartphones gab. Das bedeutet, er wächst in eine Welt auf, wo es nicht normal ist, dass man sich nicht erstmal abstimmt, verabredet über dem Smartphone, sich mal eben kurz in WhatsApp einen Austausch macht. Man wäre nicht so wie jemand, der bis zu den 90er Jahren groß geworden ist, einfach mal drauf loslaufen Richtung irgendeinem Kumpel und da eine Tür klingeln oder unterm Balkon mal eben rufen, pfeifen. Und wenn dann eine Person dann nicht erreichbar sein sollte, und dann sagen wir, ja, lauf doch einfach mal dahin und guck doch, ob die Person da ist, dann wird dann großwahrscheinlich dieser Jugendliche sagen, ich bin doch nicht bescheuert, ich lauf doch jetzt nicht einfach drauf los, dann lauf ich doch umsonst, das ist doch nicht normal. Das ist jetzt nur ein ganz kleines Beispiel, nicht wirklich konkret, wird ich mir wahrscheinlich sagen. Aber diese Kleinigkeit dehnt sich auf jeglicher von unserem täglichen Umgang mit dem Leben und formt unsere Einstellung, ist der Grund, unsere Art und Weise, das, was wir als normal sehen, unsere Wahrnehmung der normalen Welt, des Natürlichen, bestimmt systematisch unsere täglichen Handlungen. Beispiel, der öfters in den letzten Jahren immer mehr zum Trend wird, öfters ja, seine Anhänger findet, ist die Thematik vegetarisch, vegan. Man muss überlegen, dass damals im Mittelalter bis zum, ich glaube, 15. Jahrhundert war überwiegend die Bevölkerung Getreidefresser. Es war selten, dass man Fleisch verzehrt hat oder es kam so gut wie nie vor, dass mehr Fleisch verzehrt worden ist als Getreide. Und im Laufe der Geschichte kam es dazu zu verschiedenen Epidemien, Krankheiten, die dazu geführt haben, dass Felder, die für den Ackerbau bestimmt waren, nicht mehr benutzt worden sind. Weil die Erde verseucht war, in Anführungsstrichen, dort auch kein neues Ackerland angebaut worden ist. Die Felder wurden dann benutzt, um Tierhaltung zu betreiben. Und es hat im Laufe der Geschichte, zumindest was Europa betrifft, den Konsum von Fleisch deutlich gestiegen.
dann jeder kennt die Gladiatoren. Wer einfach nur die Geschichte der Gladiatoren mal ein bisschen nachgeht, wird dort sehen, dass diese bis heute bekannten starken Männer, starken Krieger, also eine kleine Klammer, wenn heute die Leute von Fitnesscenter reden und man auf TikTok, Instagram, überall Sport und halt dich fit und super Muckibude, diese Coolness da ist, sind eigentlich diese Gladiatoren ja irgendwo ein Vorbild, zumindest ein körperliches Vorbild. Und sich da vorzustellen, dass sie als Hordari bezeichnet worden ist, was Getreidefresser bedeutet, dass sie eine spezielle Diät hatten, dass sie sich überwiegend von Bohnen ernährt haben, Getreide, nur sehr selten Fleisch zu sich genommen hat. Durch diesen Beispiel erkennt man, dass wenn der Mensch keine Maschine ist und entweder von Gott geschaffen worden ist oder ein Naturprozess, wie gesagt, in GDK Generation der Kausalität möchte ich keine Spaltung erzeugen und versuche Themen anzusprechen, die uns alle angehen, unabhängig welchen Glauben wir haben. Also diese Mensch, diese Rasse Mensch, egal ob sie jetzt Natur, von der Natur aus, dass wir von den Affen stammen oder wie auch immer, oder ob wir von Gott erschaffen worden sind, ist der Ursprung des Menschen liegt nicht im 18., 19. oder nach der zweiten industriellen Revolution. Da ist der Mensch ja nicht geschaffen worden. Sind ja ein paar Jahrtausende zurück. Sprich, das Natürliche, das Normale, das was unseren Organen gut zu funktionieren bringt, hat ja seinen Ursprung ja viel weiter zurück als das, was wir glauben. Und wenn irgendwann im Verlauf der Geschichte irgendetwas passiert ist, das dem Menschen es schwer gemacht hat, weiterhin diesen Normalzustand aufrechtzuerhalten. Unsere Spezies im Gegensatz zu anderen Spezies, wir reden immer darüber, dass wir intelligenter wären, intelligente Spezies wären. Wir haben diese Fähigkeit, Alternativen zu finden. Und wenn irgendwo im Verlauf der Geschichte auf eine Alternative umgesprungen wird, wie jetzt zum Beispiel mit dieser Ernährungsgeschichte, dass es einen Grund gibt, warum der Mensch plötzlich angefangen hat, mehr Fleisch zu verzehren, ist es nicht plötzlich normal, nur weil es einen neuen Standard ist. Und wie kann es sein, dass es nicht nur für eine kurze Zeit war, und da kommt man sofort aus der Beispielgeschichte raus. Und jetzt ist es wirklich eine Sache, die alles betrifft, auch die heutige Situation. Die Frage ist immer, okay, es gibt eine Opportunity, eine Möglichkeit, eine Geschäftsidee, irgendetwas, was jetzt neu reinkommt. Jetzt zum Beispiel plötzlich diesen Fleischkonsum. Dann hast du dann Leute, die bauen dann ihre gesamte Existenz darauf, diesen neu erschaffenen, diese neu erschaffene Nachfrage nachzugehen und bieten es an. Ab dem Moment, wo es nicht mehr notwendig ist, dass man die Sachen so handhabt, wieder zurück zu Normalität, was auch heute so eine Thematik ist, ne? Zurück zu Normalität. Nur heute ist das, was die Leute zurück zur Normalität bezeichnen, ist zurück 10 Jahre zuvor. Aber vor 10 Jahren war die Welt weit davon entfernt, normal zu sein. Sie war unterdrückt durch Standard. Nicht normal, unterdrückt durch Standard. Also warum geht man nicht zurück zu Normalität, Natürlichkeit des menschlichen Daseins? Ja, diese Menschen, die sich durch
diesem neuen Ereignis in der Weltgeschichte eine Existenz aufgebaut haben. Sie möchten doch dieses neue Macht in Anführungsstrichen oder Wohlstand, den sie erlangt haben, durch dieses Setzen des neuen Standards nicht verlieren. Also wird das versucht aufrechtzuhalten. Es ist auch nichts Widerwärtiges. Das würde jeder machen, wenn du es endlich geschafft hast, einen gewissen Standard zu erlangen. Versuchst du dieses zu verteidigen, egal wo, in welcher Schicht du dich innerhalb unserer Gesellschaft befindest. Den Standard, den du hast, das ist, den möchtest du aufrechthalten. Und so bleibt es. Und bleibt und bleibt. Und heutzutage leben wir in einer Welt, wo schon die Salamischeibe beim Frühstück auf dem Tisch liegt und zwischen Frühstück und Mittagessen zwischendurch die Beefy-Wurst gegessen wird. Das soll hier auch keine Propaganda sein für Veganer oder Vegetarier. Nur ich finde, dieses Beispiel ist sehr, sehr prägnant, weil ernähren tun wir uns alle. Und wirklich dahinter zu kommen, dass die Art und Weise, wie wir mit den Sachen umgehen, nur eine Standardisierung ist und keine Natürlichkeit ist, dann, wenn wir anfangen wollen, besser zu leben, hier Friday for Future zum Beispiel, wenn wir anfangen wollen, unseren Planeten zu retten, ist immer die Überlegung, sich zu fragen, okay, was ist denn eigentlich natürlich und was ist denn eigentlich normal? Und aufhören, das Ganze mit zu verwechseln. Und wenn man zu einem neuen Standard überspringt, ist dann auch immer die Überlegung, dient diesen neuen Standard tatsächlich etwas Positives, nicht nur für mein eigenes Ego oder für das, was ich erlange, dadurch, dass ich den Standard nachgehe. Sprich, okay, es gibt einen neuen Standard. Der neue Standard ist aus Streichholz Girlanden zu basteln und die dann zu verkaufen. Dann verkaufe ich die. Ist die Tatsache, dass ich die bastle, ist das was Positives oder ist das das einzige Positive, das Geld, was ich dafür bekomme, die Belohnung? Und das ist ein riesengroßes Problem. Ob es jetzt die Alternativen bezüglich der Ernährung gibt, ob es die Alternativen, was Strom angeht, ob es die Alternativen bezüglich der Kleidung angeht. Es sind alles, die Möglichkeit bestehen. Nur viele Leute nehmen gewisse Möglichkeiten nicht an, weil sie plötzlich neu sind in ihrer Welt und sie sowas als nicht normal erachten, weil sie gefangen sind, dass das Einzige, was in deren Augen normal ist, ist nicht ihren eigenen organischen Aufbau des Körpers, sondern die Welt, in der sie reingekommen sind. Und das ist ein kultureller Aspekt, das ist ein gesellschaftlicher Aspekt, hat aber absolut nichts mit Natürlichkeit zu tun. In Generation der Kausalitäten, warum habe ich überhaupt diese Serie mal jetzt im Leben gerufen? Oder eher gesagt, erneut im Leben gerufen und auf Deutsch, weil ich bin schon seit ziemlich lang unterwegs und versuche eine gewisse Botschaft rüberzubringen. Es ist ziemlich schwierig, sich für sein eigenes persönliches Leben mehr Wohlstand, was Besseres zu erreichen. Es ist schwierig für die Welt, für eine bessere Welt zu kämpfen. All diese Sachen sind schwierig, wenn man den Ursprung der Sachen, die Wurzel, nicht in der Lage ist zu erkennen. Und da möchte ich dich wirklich zum Nachdenken bringen. Wenn du irgendetwas als normal siehst, ist es natürlich oder ist es einen Standard, was nur das Ergebnis ist, eine Kausalkette der Generation, in der du geboren bist. Und das ist eigentlich wirklich die Frage, die man sich mal immer wieder stellen sollte.
Weil solange wir als Menschen die aktuelle Welt als normal sehen, bringt es auch nichts, versuchen, irgendwelchen elitären Großkonzerne zu vernichten, wenn weiterhin eine Nachfrage besteht, weil wir selber uns abhängig gemacht haben vom neuen Standard und sie für uns als natürlich sehen. Das ist... Jeder kennt die Statistiken, also zumindest in Deutschland gibt es unheimlich viele Übergewichtige. Für den normalen Deutschen, der in Deutschland groß geworden ist, in Deutschland geboren ist oder in Deutschland seine Kindheit verbracht hat, wird dir zustimmen, wenn ich dir sage, okay, es gibt drei Mahlzeiten am Tag, 10 Uhr ist die Knopperspause und so eine Kleinigkeit Kaffee und Kuchen um 16 Uhr. So, wir befinden und am besten noch ein bisschen was naschen, so um 22 Uhr beim Film oder 21 Uhr. Wir befinden uns zwischen 5 und 6 Nahrungsmittelzunahmen. Das bedeutet, unser Körper gewöhnt sich daran und diesen Hungergefühl, den wir verspüren, ist einfach nur ein Durchbrechen der Routine, wo der Körper einfach sagt, oh, ich bin mir eigentlich gewöhnt, dass es kommt, aber brauchen wir es? Ist das normal? Es sind so viele Aspekte. Ich rede jetzt nur über die Ernährung, weil sonst könnten, wenn ich jeden einzelnen kleinen Thema ansprechen wolle, dann wären wir hier 5 Stunden unterwegs. Aber ja, macht euch einen Kopf darüber. Schreibt mir eure Meinung in den Kommentaren, weil eigentlich ist es das, was mich am meisten interessiert. Was denken denn die Leute darüber? Es ist eine Thematik, die ich anspreche, weil ich so solche Sachen sehr selten im Internet finde oder beziehungsweise so gut wie gar nicht eigentlich. Und frag mir, okay, warum sind die Leute immer sich am Aufregen über Sachen, die absolut nicht normal sind? Das sowieso, das ergibt so gar keinen Sinn, sich darüber aufzuregen, weil überhaupt gar keinen Platz hat in unserer Welt. So, das ist nur ein Standard, das ist nur ein Werbeplakat. Du musst das Ding nicht besitzen. Du musst auch nicht, wenn du Kopfschmerzen hast, dir sofort eine Tablette nehmen. Das. So, ich meine, damit wir da sind, muss ja unsere Spezies ja zuvor überlebt haben. Es gibt ja zu. Das kann nicht natürlich sein, dass jedes einzelne Problem nur behoben werden kann, digital oder Pharma. Weil. Wo ist das Natürliche? Wo ist es geblieben? Wo ist der natürliche Menschenumgang? Die Natürlichkeit, den Umgang zu sich selbst, zu dem anderen, das Zusammenleben, die Möglichkeit, dem anderen zuzuhören, nicht die Angst zu haben, aus einer Norm rauszuspringen und dann auf einmal als Außenseiter zu stehen. Das ist auch so eine Sache. Wir kennen das ja alle. Du redest mit irgendjemand und dir fällt irgendetwas ein, das du gerne sagen wollen würdest. Du hast eine gewisse Meinung, die du vertreten möchtest, aber du behältst sie für dich. Weil, nee, das ist nicht normal, wie du denkst. Oder du bist gegen der installierten Standards. Oder du widersprichst die Norm, die gegeben worden ist, von Kausalketten. Und entweder geschieht, ich nehme immer sehr gerne, springe immer wieder zurück auf den Kindern, weil ja, die immer die Wahrheit sagen, sind und die Kinder. Ja. Sprich, in den Schulen, wenn du gemobbt wirst zum Beispiel oder als Außenseiter giltst, ob es jetzt wegen die Klamotten, die du trägst, das bedeutet, wenn du dich anders kleidest, es geht sich noch nicht mal darum, ob du Markenkleidung hast oder, sondern einfach nur den Style an sich. Du hast jetzt plötzlich einen Style, der nicht der
dieselbe ist wie zum Beispiel, wie sind die aktuellen Stars bekleidet, die die Top 100 Charts ausmalen. Dann bist du nicht normal. Dann ist es ein Grund dafür, dich zur Seite zu schieben. Und das sind nämlich Sachen, die eigentlich unheimlich schlimm sind, weil das Annehmen von Standard als Normalität führt es dazu, dass die Welt, in der die, wenn unsere Kinder glauben, weil keiner den unterrichtet, was natürlich ist für einen Menschen, dass das komplett rausgelassen wird aus dem Schulstoff. Man lernt hier Geschichte, ja. Aber man lernt hier auch Biologie in der Schule, ja. Man lernt Geschichte und Biologie, aber man lernt nicht die Geschichte über seine eigene Biologie, Biochemie oder die Geschichte über den eigenen, wie wir selbst funktionieren und wie wir selbst unsere Funktionsweise verändert haben über die Generation und was an jedem neue Änderung der Ankerpunkt dafür war, um wirklich dahinter zu kommen. Weil diese Kinder, die mit einem neuen Standard groß werden, weil die Natürlichkeit, das Normale ändert sich nicht. Wir bleiben Menschen, so wie wir es vor 4000 Jahren waren. Vielleicht, ja, wir sehen ein bisschen anders aus, haben ein bisschen weniger Fell, weil wir mehr Kleider tragen, natürlich. Evolutionsbedingt. Aber die meisten Sachen bleiben ja identisch, wir bleiben ja Menschen. Diese Kinder werden ja irgendwann erwachsen. Nehmen diese Wahrnehmung von dem, was normal ist als Mensch. Er zieht mit dieser Wahrnehmung seine Kinder. Wenn irgendjemand dann zu diesen Kindern sagt, hä, warum machst du das so? Dann werden diese Kinder sagen, das ist doch normal, haben meine Eltern bereits so gemacht. Aha. Und diese Kinder, wenn die nochmal Kinder bekommen, dann haben es von diesen neuen Kindern die Eltern und die Großeltern gemacht. Und irgendwann geht das, was vorher gemacht worden ist, ist dann so weit, liegt so weit zurück in der Geschichte, dass es gar nicht mehr präsent ist. Und um wieder zurückzukommen auf dem Beispiel, den ich am Anfang hatte mit den Gladiatoren. Also ich als Kind bin damit groß geworden, wenn du stark werden willst, außer Popeye, der hat Spinat gegessen, kluges Kerlchen der Popeye. Wir haben immer alle gedacht, das wäre ein Witz als Kind. Der isst Spinat und dann ist er stark. Ja, da muss er mal besser mal Fleisch essen. Einen guten Kotelett, Dicker. Ich bin damit groß geworden. Mir hat die ganze Welt vorgegaukelt, dass wenn ich stark werden will, muss ich einfach nur die ganze Zeit Fleisch essen. Mir hat auch die ganze Welt vorgegaukelt, dass wenn meine Fingernägel nicht brüchig sein sollen oder meine Knochen stabil sein sollen, wenn ich jetzt Skateboard fahren gehe, damit ich mir nicht direkt alle Knochen breche, sollte ich ganz viel Mehl trinken. Geht mal recherchieren und dann alleine bei diesen Punkten werdet ihr sehen, dass das Kausalkette. Da ist irgendwann was in der Geschichte passiert, wo Menschen etwas Neues angeboten haben, neue Standard errichtet haben, sich damit einen Wohlstand erschaffen haben, reich geworden sind und diesen Wohlstand aufrecht erhalten wollten und das weiterhin in den Köpfen der Leute reingepflanzt hat, damit es so bleibt und nicht zum Standard ist. Und so verändert sich die Welt immer mehr und immer mehr. Und wenn die Leute doch heute sagen, ah, das ist alles scheiße, frag mal jeden, also jeden, den ich kenne, egal ob der für das aktuelle Management des Systems ist oder gegen das aktuelle Management des Systems ist, egal aus welchen Gründen auch immer, jeder wird dir sagen, ist im Moment eine beschissene Zeit, in der wir leben. Ja, im Moment eine beschissene Zeit. Ja, natürlich ist das eine beschissene Zeit. Wir leben ja vollkommen neben uns selbst. Wir leben ja gar nicht mehr in einem normalen Zustand,
Wir leben in dem Zustand von neuen Standards, die gegeben und gesetzt werden von den Leuten, die ihren eigenen Wohlstand aufrechterhalten wollen oder den ihrer eigenen Familie, wie so Großkonzerne, die seit über hunderte von Jahren immer noch existieren und die einfach in der Familie bleiben und abgesetzt werden. Es soll hier auch kein Verschwörungstheorie-Video werden, sondern dich einfach nur zum Nachdenken. So, ich hoffe, es hat dir gefallen. Deine Meinung. Ich will deine Meinung lesen. Schreib's unten in den Kommentaren. Wäre mega genial. Brauchst auch kein Abo dalassen. Wenn es dich interessiert, wirst du sowieso nächste Woche nochmal reinschauen. Aber wenn es dich interessiert und wenn du jemanden kennst, der so eine ähnliche Meinung hat, teil das Video. Schreib mir in den Kommentaren. Lass uns gemeinsam über diese ganze Thematik reden. Hey, bis dahin. Wir sehen uns.